Liebe Leute, es ist mal wieder soweit, denn soeben ist die Verleihung der diesjährigen Oscars, also des weltweit wichtigsten Filmpreises, zu Ende gegangen. Und wie in jedem Jahr, zumindest seit 2011, gibt es direkt im Anschluss hier auf meinem YouTube-Kanal eine Zusammenfassung des Ablaufes, der Gewinner, der vermeintlichen Verlierer, auch der besten Momente aus meiner Sicht, erst im Groben und dann im Ganzen. Zum 96. Mal wurden die Academy Awards in der vergangenen Nacht vom 10. zum 11. März in Los Angeles im Dolby Theater verliehen und großer Abräumer ist und war für viele zu erwarten. Oppenheimer, ganze 7 Preise, auch die wichtigsten Kategorien dabei, als bester Film, beste Regie, Hauptdarsteller, Nebendarsteller, Kamera, Filmmusik und Schnitt, gefolgt von Poor Things, der 4 Oscars gewann, Zone of Interest nahm 2 mit, die Holdovers aber auch, Anatomie eines Falls auch, Barbie konnte einen Preis gewinnen, ansonsten bei all den Nominierungen, weil Barbie war immerhin 8-mal nominiert, keinen weiteren Preis, Maestro ging leer aus, Killers of the Flower Moon bei seinen 10 Nominierungen ging komplett leer aus. Und da gibt es also so ein paar Sachen, die wir durchgehen können, aber das gleich im einzelnen Verlauf. Moderiert hat einmal mehr Jimmy Kimmel, der schon 2017, 18 und 23 das Ganze gemacht hat, für den auch ein recht kurzer oder gewohnter Arbeitsweg. Denn wenn man sich das Dolby Theater auf dem Walk of Fame in Hollywood anschaut, das ist quasi genau schräg rüber von seinem Studio. Und am Ende der Show hat er auch direkt seine Late-Night-Show für morgen wieder beworben. In 23 Kategorien wurde er erneut verliehen. Was ich interessant fand, ist, die Verleihung ist dieses Jahr ja deutlich früher gewesen und auch ein Ticken kürzer, sodass hinten raus endlich mal auch ein bisschen Zeit eher war, als dass man überzogen hatte. Zum einen sind die Quoten in den letzten Jahren bei den Oscars immer wieder gesunken, weswegen man dort eine Stunde vorher anfing, um das Publikum dazu zu animieren und zu sagen, hey, wollt ihr nicht die Oscars gucken? Und die hatten noch eine Zeitumstellung, jetzt schon am Sonntag. Und dadurch haben wir das Ganze in Deutschland, glaube ich, dann 2 Stunden früher erlebt. Zumindest, wenn ich mich zurückerinnere, saß ich sonst hier normalerweise ein Ticken später als jetzt um 3.40 Uhr. Ich erinnere mich da sonst gerne um Zeiten eher um 6 Uhr rum. Und ansonsten war noch spannend zu sehen, erstmal vorneweg, der rote Teppich war relativ mau. Viele Stars, die direkt durch sind, direkt ins Theater geschleust worden sind, rund um Steven Gätchen am Rand bei ProSieben, da waren ein Haufen aufgezeichnete Interviews mit deutschen Talents, aber kaum Internationals. Dwayne Johnson mal kurz vorbeigeschneit, weil anscheinend sich viele nicht mehr den visuellen Medien stellen wollen, weil Fotos abholen, vielleicht ein bisschen ein paar Shots für den Fernsehsender, der überträgt. Den Rest macht man selbst über Social Media. Wirkte auf jeden Fall sehr mau, schwer zu greifen, die einzelnen Talents. Und ansonsten durch die Veranstaltung selbst, muss ich sagen, eine schöne Bühne mit vielen Screens gearbeitet, um schöne Präsentationen zu kreieren bei den jeweiligen Kategorien. Aber ansonsten Jimmy Kimmel, ein paar bissige Gags, relativ routiniert durchgeführt. Der macht einfach jeden Abend Shows, das merkt man. Da weiß man, was man bekommt, im Guten wie im Schlechten, wie ich finde. War alles relativ kurz gehalten. In den meisten Momenten fand ich auch nicht besonders emotional. Aber meine Highlights, Billie Eilish, Song-Performance auf der Bühne, absoluter Hammer, klingt so fein. Live-Konzert sie auch mal erlebt, muss ich sagen, also eine der schönsten Performances, was ein Song angeht, auf der Oscar-Bühne, die ich jemals gesehen habe. Wir haben einen nackten John Cena, lediglich mit einem Umschlag vor seinem, ihr wisst schon, was auf der Bühne stehen. Müsst ihr euch gerne mal den Clip selbst dann anschauen, online, wenn er raus ist. Die Rede rund um die beste Dokumentation hatte einiges als Wucht. Ryan Gosling hat mit seiner Song-Performance die Kennedy aus Barbie auf die Bühne geholt und Emma Stone, die am Ende beste Hauptdarstellerin wurde, die schwang doch mal eine Rede, wo man merkte, die war eigentlich gar nicht so richtig darauf vorbereitet, weil viele auf Lily Gladstone gesetzt hatten, dass die den Oscar gewinnen wird. Und das ist erst einmal der grobe Überblick über so Highlights und Filme, die am Ende nicht abgeräumt haben. Und jetzt kommen wir zum einzelnen Ablauf, wie jedes Jahr. Zwischendurch aber noch ein ganz kurzer Einschub an dieser Stelle. Und nun, wo wir uns sowieso schon alle in Filmstimmung befinden, nach den Oscars ist doch vor dem nächsten Kinobesuch, oder? Und damit möchte ich mich beim Sponsor des heutigen Videos bedanken, CineAmo. Ihr kennt das sicher. Nach einer aufregenden Oscar-Nacht habt ihr plötzlich Lust auf mehr Filmgenuss. Aber welcher Streifen läuft gerade in eurem Lieblingskino? Welcher Oscar-Film wird noch auf der großen Leinwand gezeigt und wo kann ich ihn sehen? Dafür gibt es CineAmo. Egal ob Blockbuster-Highlights, Indie-Geheimtipps oder Klassiker. Wiederholungen. Mit CineAmo seid ihr immer up to date. Filtert nach Datum, Uhrzeit oder Ort und findet blitzschnell heraus, was gerade auf der Leinwand läuft. Kein lästiges Rumgesuche mehr im Netz, keine frustrierenden Telefonate mit dem Kino. CineAmo macht's möglich. Wie einige wissen, nutzen wir die App bereits seit einigen Monaten und sind super zufrieden mit der schicken und benutzerfreundlichen Oberfläche. Unsere Lieblingskinos auf einen Blick zu haben und sogar die Möglichkeit, zu besonderen Anlässen ein Kino mieten zu können, gefällt uns dabei am besten.
Also Leute, worauf wartet ihr noch? Schnappt euch euer Handy, ladet Cineamo runter und macht eure nächsten Kinonächte zu einem unvergesslichen Erlebnis. Verfügbar für iOS, Android und im Web und das Beste daran, kostenlos und werbefrei. Vielen Dank für diese Unterstützung und Kooperation und machen wir nun weiter mit den diesjährigen Oscars. So, gehen wir mal durch die Veranstaltung. Es öffnet natürlich mit dem Moderator. Jimmy Kimmel sitzt neben Barbie in Forrest Gump Manier am Anfang der diesjährigen Oscars und redet mit ihr darüber, dass er seit 3 Wochen nichts gegessen habe, um in Form zu sein, um die Oscars wieder zu moderieren. Ansonsten merkte man dann gleich ihn auf der Bühne. Ein eher goldener, klassischer Aufbau mit geschwungenem Vorhängen. Alles so ein bisschen, so ein bisschen theatralischer und ein bisschen klassischer gehalten. Was man bei den Präsentationen später auch merkte, auch die Standing Ovation am Anfang war nur teilweise, also sonst war eher so die Stimmung ganz oder gar nicht bei anderen Verleihungen. Hier war es so, okay, wie wird man warm? Die Oscars starteten auch 5 Minuten später, als sie eigentlich gescheduled waren, was auch relativ selten ist, weil die Amis dafür gewöhnlich sehr on point sind. Startete man erst einmal mit einem Gag in Richtung Madame Web, dass der sehr viel verschenktes Potenzial hätte, wie auch, naja, da hat man so ein bisschen vermischt die Qualität der Filme, die dieses Jahr da waren, aufgrund der Problematiken mit den Streiks. Und dann wurde hervorgehoben, was man trotzdem für eine Qualität herausarbeiten konnte. Barbie wurde als erfolgreichster Film direkt erwähnt und gleichzeitig auch das Thema auf den Tisch gebracht, dass Kimmel denkt, Greta Gerwig hätte eine Nominierung als beste Regisseurin bekommen müssen und Margot Robbie und Ryan Gosling wiederum müssten sich nicht beschweren. Die hätten schon in der Genlotterie gewonnen. Der Gag saß dann auch relativ gut und dass er gerne auch im Urlaub mit Ryan Gosling vielleicht mal verschwinden würde, das müssen ja nicht alle anderen unbedingt wissen. Dann war die Oppenheimer Erwähnung dran und dass Christopher Nolan normalerweise ja kein Handy, kein Computer mit Internetverbindung hätte, wenn er sich hinsetzt und sein Skript schreibt, damit er von seiner Pornosucht nicht abgelenkt wird, meinte Kimmel zumindest, um die Stimmung so ein bisschen aufzulockern. Auch Cillian Murphy und Robert Downey Jr. bekamen dann ihre Erwähnung. Dann wurde es so ein bisschen spicy schon, weil er in Richtung Robert Downey Jr. meinte, das wäre sein High Moment in der Karriere. Und dann meinte er, nein, vielleicht auch nur einer seiner Highest Moment, also eine klare Anspielung darauf, dass Robert Downey Jr. nach seiner Zeit von Chaplin immer wieder Drogenprobleme hatte und so weiter und so fort. Da ging es dann um Kokain und Co. Aber Downey Jr. nahm das ganz entspannt, tippte auf seine Nase und man merkte, okay, die wissen, wovon sie reden. Ohnehin war die Interaktion mit dem Publikum verhältnismäßig stärker und einige auch gebrieft, dass man auf sie eingehen wird. Dann bezog er sich auf Anatomie eines Falls und die starke Leistung des Hundes in dem Film und dass er nie einen französischen Darsteller, weil dieser Hund ja anscheinend französisch ist, hat so wundervoll und anmutig Kotze essen sehen seit Gérard Depardieu. Ja, ihr seht schon, es wurde so ein bisschen spicier, dann Poor Things, Emma Stone so ein bisschen gewürdigt. Dann hat er auch erwähnt, dass die Filme dieses Jahr einfach zu lang waren, dass wenn man die Top 10 Filme nimmt, sie im Durchschnitt 30 Minuten länger waren als noch vor 3 Jahren im Durchschnitt. Dann kam die Erwähnung für Bradley Cooper, bei dem er sich wundert, dass er immer seine Mutter mitbringt zu den verschiedensten Preisverleihungen und irgendwann der Punkt ist, wo man sich fragen muss, wann er seine Mutter datet. Dann wurden Robert De Niro und Jodie Foster noch ein bisschen gewürdigt, dass sie beide nominiert sind dieses Jahr und es schon Jahrzehnte her ist, dass das gemeinsam der Fall war. Dann ging es Richtung Lily Gladstone, dass sie die erste Native American ist, die nominiert ist für einen Oscar und dass es insgesamt relativ viele Darsteller gibt, die zum ersten Mal nominiert waren. Da hat er ganz gezielt Sandra Hüller herausgehoben, die ja sowohl als deutsche Schauspielerin in Zone of Interest Hauptakteurin ist, als auch in Anatomie eines Falls. Und dann wurde es wirklich sehr spicy, weil er dann meinte, das sind schon 2 Filme, die natürlich einmal mit Auschwitz und einmal mit dem vielleicht Mord einer Frau an ihrem Partner doch schon sehr brisante Themen aufgreifen, zumindest für amerikanische Verhältnisse. In Deutschland sind das vielleicht eher nur Rom-Coms, meinte er. Okay, dann ging es um die ein bisschen in Richtung Steven Spielberg und was mit dem Kind aus Fabelmann geworden ist und zeigte dann nochmal so ein bisschen auf Spielberg, so ein bisschen Legendenstatus aufbauen. Die Streiks wurden aufgegriffen im vergangenen Jahr, der Autoren und der Schauspieler und der Kampf gegen KI, vor der müsste man jetzt keine Angst mehr haben. Jetzt ist es nur, dass man eben durch jüngere und hübschere Menschen ersetzt wird und dass jetzt Fran Drescher wieder ihren anderen Kram machen könnte, die ja sonst Vorsitzende der Gewerkschaft ist. Und dann
wurde noch ein großer Dank ausgesprochen an diejenigen hinter der Bühne, die das Showgeschäft eigentlich erst wirklich möglich machen, wo man dann auch irgendwie repräsentativ 30, 40 Leute da hatte. Gab es großen Applaus und das war quasi die 15-minütige Eröffnung. Ganz traditionell bei den Oscars ja, dass der Host im Grunde erstmal so eine nicht unbedingt Stand-Up-Nummer macht, aber ein paar härtere Gags, ein paar leichtere, ein bisschen Ehrwürdigung. Aus dem Mund von Jimmy Kimmel wirkt es recht routiniert, aber für seine Verhältnisse fast schon ein bisschen giftiger, als man sonst unbedingt gewohnt war, obwohl seine Emotionslosigkeit den Abend irgendwie auch ganz gut widerspiegelte, was ich das immer wieder finden sollte. Dann eröffnete man ganz klassisch mit beste Nebendarstellerin, Supporting Actor oder Supporting Actress an Anfang zu packen, um erstmal einen interessanten Preis zu haben. Ist im Grunde Tradition bei den Oscars. In den letzten Jahren hat man da so ein bisschen rumgewerkelt und rumhantiert, aber ist jetzt hier wieder zurückgegangen. Was ich aber sehr schön fand, bei allen Darstellerkategorien und Darstellerinnenkategorien hat man jeweils 5 Preisträger aus den letzten Jahren oder Jahrzehnte genommen, die dann jeweils für einen oder eine der Nominierten eine kleine Laudatio gehalten haben. Klassischer Charakter, gab es schon mal sehr viel früher, aber schon seit 10, 15 Jahren so nicht mehr aufgegriffen worden auf der Bühne, sodass zum Beispiel bei beste Nebendarstellerin eine Jamie Lee Curtis oder Lupita Nyong'o, Regina King und andere auf der Bühne standen und jede einzelne angesprochen wurde, um eine Laudatio zu halten. Und da gewann dann relativ erwartbar Devine Jo Randolph als The Holdovers, die auch quasi eine der emotionalsten Reden gleich mitbrachte, weil die schon am Platz mit ihren Tränen ausbrach, auf der Bühne erzählte, wie schwer es ist, aber vor allem, dass sie gemerkt hat, es geht nicht darum, einfach was Besonderes zu sein, sondern man selbst zu sein und wie schwer das auch ist. Und neben den Tatsachen, dass sie natürlich ihrer Crew, ihren Leuten, ihren Partnern denkt, hat sie ihrer Publizistin oder ihren Publizisten gedankt, was immer wieder im Laufe des Abends aufgegriffen wurde, weil das normalerweise bei einer Dankesrede nie ein Thema ist, aber sie meinte, die haben immer bei mir gestanden, egal wie schwierig das war. Und das war irgendwie sehr frisch, die wirkt sehr echt und in dem Film ist sie so klasse, absolut gegönnt, beste Nebendarstellerin in Richtung The Holdovers. Dann ging es ein bisschen kleiner zu mit bester animierter Kurzfilm. Chris Hemsworth und Anya Taylor-Joy präsentierten und gewonnen hat War is Over. Und das war eher eine einfache Dankesrede, bei der gezielt nochmal Peter Jackson rausgehoben wurde, ohne den dieser Film wohl nicht das Licht oder das Tageslicht erblickt hätte. Und klassisch nach animierter Kurzfilm kommt gleich der Animationsfilm. Da war so ein bisschen die Frage, Nimona ist im Rennen, Spider-Man Across the Spider-Verse oder doch der Junge und der Reiher. Und es ist der Junge und der Reiher geworden. Und in Abwesenheit von Miyazaki haben gleich Chris Hemsworth und Anya Taylor-Joy den Preis eingesagt. Keine Dankesrede, hat keine 10 Sekunden gedauert. Dann war die Nummer durch mit bester Animationsfilm. Dann gibt es ja immer auch diese Einspieler zwischendurch mit bester Film. Da werden die 10 besten Filme im Laufe der Veranstaltung kurz so präsentiert, damit alle nochmal einen Überblick haben. Und in dem Fall war dann Poor Things dran. Und Kimmel meinte so als Überleitungsgag, das ist auch schon alles, was man von dem Film hier zeigen kann. Weil wer Poor Things gesehen hat, wir wissen, der ist relativ nackt. Und das Publikum hat es zumindest auch so mit aufgenommen. Dann ging es Richtung bestes Original-Drehbuch und Octavia Spencer und Melissa McCarthy präsentierten an dieser Stelle und da muss ich sagen, richtig spannend und richtig schön, Anatomie eines Falls gewinnt und das war nicht unbedingt sowas, wo man unbedingt drauf setzen konnte oder musste an dieser Stelle. Ansonsten war es eine Rede, wie schwierig es ist, Drehbuch zu schreiben in einer Zeit, in der man gerade beispielsweise Mutter wird und was für ein Akt wohl hinter dem Drehbuch erschaffen von Anatomie eines Falls steckte. Sehr sympathisch, habe ich auf jeden Fall mich gefreut. Aber die erste große Überraschung kam dann mit bestes adaptiertes Drehbuch. Vor kurzem erst auf dem Kanal hier besprochen, 5-fach Oscar nominiert gewesen, war ich umgehauen von American Fiction, amerikanische Fiktion. Könnt ihr euch auf Amazon Prime Video anschauen. Und der Film gewinnt tatsächlich bestes adaptiertes Drehbuch. Cord Jefferson nimmt als Autor diesen Preis mit nach Hause und setzt sich gegen Oppenheimer durch, setzt sich gegen Barbie durch, also gegen Greta Gerwig und Noah Baumbach, die das Drehbuch zu Barbie geschrieben haben, oder auch gegen Poor Things. Und das hatten sicherlich nicht viele auf dem Schirm. Und die Dankesrede war auch eigentlich ganz nett, weil Cord Jefferson meinte, macht doch nicht unbedingt immer 200 Millionen Dollar Filme, macht lieber 10, 20 Millionen Dollar Filme oder 20, 10 Millionen Dollar Filme, weil dieser Mut, den man auch sich getraut hat mit ihm, der keine Erfahrung hatte zu arbeiten, sich auszahlen kann. Und da hatte einer einfach richtig Bock, mochte ich gerne diese Rede. Und dem folgte einer der schönsten Momente des Abends, Gänsehaut pur, hatte ich tatsächlich, als Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O'Connor auf die Bühne kamen und What Was I Made For aus Barbie performten. Die klingt so sauber und über eine Drehbühne dann öffnete sich noch der Hintergrund und du siehst das Orchester dazu und ich dachte nur, Gott, klingt das gut. Gebt euch diese Performance von Billie Eilish, die später den Oscar kriegen sollte als bester Song und damit zweifache Oscar-Preisträgerin ist. Und ich glaube, die ist 22 Jahre alt, das ist schon krass.
Spaß. Dann ging es weiter mit der Kategorie Bestes Make-up und Styling. Catherine O'Hara kennen wir ja alle als Mutter von Kevin allein zu Hause unter anderem. Und Michael Keaton präsentierten mit so ein paar kleinen Witzchen und gewonnen hat hier Poor Things und Standard-Dankesrede. Regie, Fox Searchlight, Team, Agent und so weiter. Und man wechselte gleich rüber. Beide präsentierten noch bestes Szenenbild. Noch das konnte Poor Things mit nach Hause nehmen. Und da dankten dann ebenfalls die Gewinner dem Team und der Familie. Dann erinnerte Kimmel, und das ist eine Szene, die auch so, denke ich mal, noch ein bisschen die Runde machen wird nach der Veranstaltung, erinnerte an eine Szene von vor 50 Jahren, als es quasi einen Nacktflitzer bei den Oscars gab, über die Bühne und meinte, es wäre doch toll, wenn wir das jetzt auch hätten. Und dann passierte nichts. Und er meinte, es wäre doch, wenn jetzt jemand wäre. Und du siehst auf einmal, wie John Cena um die Ecke lugt und sagt, Jimmy, ich will doch nicht, ich will doch nicht. Und dann sind sie in so einem Zwiegespräch. Und er sagt so, nein, ich habe es mir anders überlegt. Und dann kommt John Cena tatsächlich splitterfasernackt, nur mit so einem Envelope, also einem Umschlag vor seinem, ihr wisst schon, auf die Bühne und redet über Kostüme. Wie wichtig Kostüme seien. Das hat er gut getimt. Und sein Gespür für Humor, ehrlicherweise super angenehm, ich sehe den richtig gerne und der hat hier genau so gut reingepasst und dass er dann auch so blank zieht und sowas kann auch ein bisschen nach hinten losgehen. Nachher hat er dann so ein Gewand umbekommen, wo er so ein bisschen aussah wie so ein griechischer Adonis. Respekt! Und der Preis ging dann auch an Poor Things. Holly Weddington hat auch eine normale Dankesrede abgeliefert. Vor allem aber, dass sie unter der Regie von Yorgos Lanthimos so frei arbeiten konnte. Als nächstes gab es die Song-Performance. Im Laufe der Oscars werden ja dann immer alle 5 Songs performt, die nominiert sind. Von Washashi aus Killers of the Flower Moon quasi nochmal, das war dann Stammesgesänge, Tänze, Trommeln auf der Bühne. Mal auf definitiv was anderes, bis es dann in die Kategorie reinging. Bester internationaler Film. Den haben dann Bad Bunny und Dwayne Johnson präsentiert. Fand ich ganz interessant, weil so die Verbindung zu Best International Picture, wo es die da gegeben, aber gut. Und das wurde tatsächlich Zone of Interest. Also ist ja für UK ins Rennen gegangen. Sandra Hüller als Hauptdarstellerin da ja dabei. Sowieso eigentlich ein sehr, sehr deutscher Film, der Jonathan Glazer-Streifen. Perfect Days wäre auch noch mit in der Kategorie gewesen, wo Wim Wenders ja als deutscher Regisseur wäre. Also insofern ein bisschen deutsche Beteiligung an dieser Stelle. Und hier war es dann ein Statement Richtung Gaza-Konflikt, weil auch wohl ringsherum um die Veranstaltung, also in der Dankesrede gab es dann Pro-Palästina-Demonstrationen und Hubschrauber kreisten wohl auch so ein Thema, was man vielleicht im Nachhinein in der Aufarbeitung da nochmal ein bisschen mehr beleuchten wird. So, Emily Blunt und Ryan Gosling waren dann auf der Bühne und sprachen so ein bisschen über die Rivalität von Oppenheimer und Barbie. Die eine wiederum, wir holen alle Preise, der andere, hast du mal Boxoffice gesehen, wer hier die Kasse macht? Und dann wurde wieder, ach, um eine Nominierung bei den Oscars zu kriegen, muss ich mir nicht die Bauchmuskeln anmalen lassen. Robert Downey Jr. hatte das nicht nötig und so weiter und so fort. Wurde so ein bisschen hin und her geplänkelt und dann gab es quasi Zusammenschnitte, weil beide in The Fall Guy zu sehen sein werden später im Jahr, wo es ja um Stunt-Leute geht, im Grunde eine kleine Sektion einleiteten, in der der Stunt-Community gewidmet wurde oder gedankt wurde. Dann kam Jimmy Kimmel auf die Bühne und meinte, ey, 90 Minuten sind rum. Für alle, die jetzt erst reingeschalten haben, weil sie nicht gerafft haben, dass die Oscars früher losgehen, ey, ist wie im AMC-Theater, also wie im Kino, dass Trailer vor Film zu lang gehen würden. Jetzt geht eigentlich erst der eigentliche Film los und meinte aus Spaß, wir müssen die Oscars nochmal neu anfangen. Also, das waren so, es waren echt ein paar Rohrkrepierer dabei dieses Jahr bei den Gags, wo ich so dachte, wer lacht da noch so wirklich, weder alt noch jung, nehme ich mal an. Und dann ging es Richtung bester Nebendarsteller und auch da wieder 5 Leute auf der Bühne und Preisträger, die präsentiert haben, unter anderem Keun Kwan, der ja ganz frisch gebacken ist, dann Sam Rockwell, Tim Robbins unter anderem, Christoph Waltz, Mahershala Ali. Tim Robbins versprach sich auch. Und zwar sprach er von einer Oscar-Winning-Performance bei Robert De Niro, aber hat das dann korrigiert. Könnte wieder so ein kleiner Fehler sein, der vielleicht dann auch nochmal ein bisschen in Erinnerung bleibt, aber gewonnen hat. Und das war relativ vorhersehbar, Robert Downey Jr. für Oppenheimer. Und dann ging dann auch so langsam dieser Preisregen in diese Richtung los. Ist sein erster Oscar. Er hat noch, bevor er der Academy gedankt hat, seiner schrecklichen Kindheit gedankt, weil so ein eigener Humor, er ist bekannt dafür, hat er so einen Tony Stark-mäßigen Auftritt. Er hat bei all den Awards, die er jetzt gewonnen hat in dieser Awards-Saison, immer wieder so eine edgy Rede gehalten, so seine Art lustig, ein bisschen schwierig, ein bisschen entspannt, aber irgendwie immer schweinecool. Und auch das hat er abgeliefert und wie immer dankt er seiner Frau Susan, weil der immer sagt, er habe sie oder sie habe ihn aufgelesen und aus ihm wieder einen Menschen gemacht, der ein eigenes Leben hatte. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich habe auf Mark Ruffalo auch in dieser Kategorie gehofft, weil ich den so stark in Poor Things finde. Dann beste visuelle Effekte von Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito präsentiert. Schwarzenegger war völlig
damit überfordert, einen Mann. Ah, nee, es kommt später. Entschuldigung, beste visuelle Effekte. Gewinnt dann nämlich Godzilla Minus One. Damit haben, glaube ich, viele nicht gerechnet, weil der Film sich damit gegen The Creator durchgesetzt hat, gegen den letzten Mission Impossible-Film, gegen Guardians of the Galaxy Volume 3, gegen Napoleon. Und die Rede war dann auch so super unvorbereitet, auf so einem zerknüllten Blatt, kaum verständlich, mit so komischen Pausen auf der Bühne, wo ich so dachte, das wirkt jetzt ein bisschen sehr merkwürdig. Und Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito leiteten aber dann gleich über in die nächste Kategorie, die dann nämlich war bester Schnitt. Und Schwarzenegger konnte vom Editor, also dem Cutter von Poor Things, nämlich Yorgos Mavropsaridis, wenn ich ihn richtig rausspreche, auf der Bühne den Namen so gar nicht rausbringen, aber musste er zum Glück kein zweites Mal tun, weil dieser Preis ging an Jennifer Lame von Oppenheimer. Damit der nächste Preis, sie dankte Nolan, dankte ihrem Ehemann, sie dankte dafür, wie sehr sie ihren Job liebt, hat sie kurz und bündig gehalten. Dann dritte Song-Performance war It Never Went Away aus American Symphony und dann gab es noch zwischendurch Toast für alle, also nicht ein Toastbrot, sondern ein Toast mit einem Tequila, so ein bisschen das Ganze aufzulockern von Guillermo und dessen Nachnamen vergesse ich immer, den kennt man auch aus Kimmels Late Night Show. Dann waren die Dokumentarfilme im Fokus. Kate McKinnon unter anderem machte auch ein paar Witze über Steven Spielberg und darüber, dass Jurassic Park und Jurassic World und so ja Dokumentation sein. War okay nicht. Gewonnen hat hier bester Dokumentar-Kurzfilm The Last Repair Shop, der sich quasi mit so einem Laden beschäftigt, der ehrenamtlich Musikinstrumente repariert und wollte diesen Leuten eine Plattform geben. Der holt den besten Kurz-Dokumentarfilm. Und der beste Dokumentarfilm, also Lang-Dokumentation, war dann 20 Tage in Mario. Und ist der erste Oscar überhaupt in der ukrainischen Geschichte, meinte der Regisseur, der dann auf der Bühne stand und auch meinte, er glaubt, er ist der erste Regisseur, der sich wünscht, diesen Film nicht gemacht zu haben, weil er die Tatsache, dass er ihn machen musste, jederzeit dagegen eintauschen würde, dass Russland nicht die Ukraine angreift, dass nicht zehntausende Menschen sterben, fliehen müssen, dass diese Filme helfen sollen, Andenken zu schaffen, wie wichtig es ist, Filme zu machen, weil sie Geschichten erzählen und Geschichten erzählen oder beschreiben Geschichte, können Menschen ein Andenken schaffen und das war ehrlicherweise, es gab auch Standing Ovation danach, schon so eine Rede, wo du merkst, dass da ist jemand einfach sehr zerrissen. Es ist toll, mit dem Oscar da oben zu stehen, aber um welchen Preis? Für mich eine der besten oder die beste Rede des Abends, die auch so wirklich hängen geblieben ist. Und dann ging es weiter mit beste Kamera. Zendaya präsentierte die. Hatte ich jetzt auch nicht ganz so die Verbindung dazu, war auch ganz knappe Präsentation und Thema Oppenheimer hat dann gewonnen. Der hat sowieso Christopher Nolan, glaube ich, weil er da sich so richtig ausleben kann, einiges zu verdanken. Auch ganz normale Rede Richtung Academy, Crew, Nolan, Universal, Familie. Was so ein netter Satz war, dass er meinte, ist, er gibt mal all diesen Filmemacher dann Tipps, die sollten mal das neue heiße Ding ausprobieren namens Celluloid und sagt, Mann Leute, dreht auf Film nicht digital, das sieht so viel besser aus. Dann war bester Kurzfilm dran, gewinnt tatsächlich Wes Anderson für Ich sehe was, was du nicht siehst, The Wonderful Story of Henry Sugar, könnt ihr auf Netflix schauen, der hat ja so 4 Kurzfilme veröffentlicht vor ein paar Monaten, da ist der dann auch dabei und Wes Anderson war auch selbst gar nicht da, weswegen der Preis gleich entgegengenommen wurde und das dann auch quasi wieder 2-3 Minuten waren, die ganze Veranstaltung kürzer ging und danach folgte auch gleich die Performance von dem Song The Fire Inside aus Flamin' Hot und damit ist die 4. Song-Performance durch gewesen und es wurde bester Ton ausgezeichnet, präsentiert von John Mulaney, der so ein paar Beispiele für ikonische Line-Ups brachte, seitdem die Stummfilmzeit vorbei ist, was es für Sätze gibt, die die Filmgeschichte ausgemacht hat und was vor allem passiert, wenn man die miteinander kombiniert. Was aber sehr, sehr interessant war, nachdem man das als Stand-Up aufbereitet hat, dass tatsächlich Zone of Interest bester Ton gewinnt. Also gegen Oppenheimer, gegen Maestro. Maestro hat eine krasse musikalische Szene drinne, wo ich so dachte, okay, bei Zone of Interest macht es wahnsinnig viel mit dem Film, dass hinter den Mauern von Auschwitz die ganze Zeit man Hundebellen, Schüsse, Schläge, Schreie hört. Das macht total was mit der Psyche und das finde ich aber eine gute Entscheidung. Hat mich wirklich, wirklich gefreut und in der Dankesrede ging es auch darum, dass das Zuzuhören etwas ist, wofür man sich bedankt, weil das gar nicht mehr so gang und gäbe ist. Dann kam eine Sache, die für viele wahrscheinlich ein Highlight sein kann und für andere wieder so, oh mein Gott, was war das denn? Denn Ryan Gosling performt mit seiner Kennedy I'm Just Ken aus Barbie auf der Bühne mit Slash unter anderem als Gitarristen dabei und immer mehr Tänzern, die dann dazugekommen sind und hat dann so ein bisschen die Bühne gerockt. Es war, ich fand es jetzt qualitativ nicht aus so einem wahnsinnig guten Level, aber
definitiv mal ein Kontrapunkt im Laufe des Abends, wo ich dachte, okay, Jimmy Kimmel versucht aus Spaß dann auch noch seine Hose im Nachhinein zu versteigern. So, dann gehen wir rein in die beste Filmmusik von Ariana Grande und Cynthia Erivo präsentiert. Ludwig Göransson für Oppenheimer ist es dann geworden. Dankt er auch seiner Frau, dankt er auf die Chance, all das machen zu dürfen. Nach der Filmmusik hat man gleich den besten Filmsong drangehangen. Und, ja, ich habe schon vorweggenommen vorher, Billie Eilish und Phineas O'Connell, also die Geschwister, beide gewinnen, danken den Eltern für alles, weil sie eben nur mal Geschwister sind. Und sie war auch so ein bisschen überfordert damit, hat dann so ihre Lachausbrecher auf der Bühne bekommen. Ich finde sie so schweinecool, ihre Performance war so gut vorher, ich finde es verdient. Dann kam der Memorial-Part. Der wurde eingeleitet mit einem Ausschnitt aus der Nawalny-Doku vom letzten Jahr, in dem auch darüber redet, dass wenn man vorhat, ihn zu töten, wie es ablaufen würde. Und wir wissen ja, was inzwischen passiert ist. Und dann kam die gesamte Memorial-Sektion mit Time to Say Goodbye, gesungen von Andrea Bocelli und seinem Sohn Matteo. Dazu ein Streichquartett, Tänzer auf der Bühne. Und das war immer so das ganz Schöne. Ich habe es vorhin nur ganz kurz erwähnt, auf der Bühne waren relativ viele Screens, die auch variabel waren. Und wenn man dann die Nominierten hatte in Kategorien, hatte man immer dann wie so 5 Bilder nebeneinander. Und hier hatte man dann so ein kreisrundes Bild, wo man dann all diese Leute drin hatte. Und dann, man konnte einfach sehr gut mit der Bühne spielen, weil sie dadurch, dass es keine großen Show-Einlagen wirklich viel gab, zumindest auf so einer medialen Ebene das Bild gut unterfüttert hatten. Das hat man hier zum Beispiel ganz gut gemerkt in diesem Memorial-Part. Und dann kommen die 4 großen letzten Preise, bei denen Jimmy Kimmel auch meinte, ja, die sollten ja nicht lange dauern, aber werden sie. Typisch Oscars. Bester Hauptdarsteller. Da haben dann präsentiert Brendan Fraser, Nicolas Cage, Forrest Whitaker, Matthew McConaughey und Sir Ben Kingsley. Nick Cage war bei seiner kleinen Laudatio wieder völlig on fleek, wo man auch schon wieder das Overacting merkte. Und da hatten ja noch einige gehofft, dass vielleicht die Holdovers den Preis gewinnen könnte. Aber auch nach dem vielen Durchmarsch, zumindest Cillian Murphy, bester Hauptdarsteller, der sich auch sehr zurücknimmt und vor allem Christopher Nolan für eine 20-jährige Reise gedankt hat, Carsten, seiner Familie, seinen Jungs und was, glaube ich, so ein bisschen übrig bleiben könnte, dass er meinte, wir leben in dieser Welt von Oppenheimer, im Guten wie im Schlechten und er dankt all den Peacemakern da draußen, weil er eben auch um die Umstände weiß und dass er ein verdammt glücklicher Irishman sei an diesem Abend. Dann folgte beste Regie von niemand Geringerem präsentiert als Steven Spielberg, bei dem es sowieso schon vorher hieß, warum bist du eigentlich hier, du bist doch nicht nominiert oder hast du eine Dauerkarte. Der Mann ist ja, weiß ich nicht, 25 Mal oder so nominiert gewesen, schon für den Oscar. Und Christopher Nolan gewinnt das Ding. Mit Oppenheimer, bester Film, dankt Donna Langley, der Chefin von Universal. Er dankt seiner Crew, eher sehr unemotional für einen, der 8-mal nominiert ist und, glaube ich, ja das erste Mal gewonnen hatte. Weiß so, okay, der wirkt wirklich sehr gefasst. Und dann folgte beste Hauptdarstellerin. Sally Field, Charlize Theron, Michelle Yeoh, Jennifer Lawrence unter anderem haben präsentiert. Das ist Emma Stone geworden. Viele haben auf Lily Gladstone getippt und ich muss ehrlich sagen, für mich ist Lily Gladstone eher eine Nebenrolle, nicht so eine gigantisch große Rolle in Killers of the Flower Moon. Sandra Hüller wäre natürlich die Überraschung gewesen. Emma Stone wirkt aber selbst tatsächlich so, what, wirklich? Und ihr Kleid schien auch noch kaputt zu sein auf dem Weg nach oben und war dann so überfordert und immer so einen emotionalen Ausbruch hat, versucht sich wieder zu fangen und das hat sich bei ihrer 3-jährigen Tochter, die sie über alles liebt und aber sie war auf jeden Fall so positiv aufgefühlt. Da merktest du einfach, da ist nicht so viel vorbereitet und sie ist einfach wahnsinnig glücklich und das war ehrlicherweise ganz angenehm. Dann kam nochmal Jimmy Kimmel, macht da so einen Gag, man soll den letzten Umschlag bitte checken. Nicht, dass es wieder wie bei Moonlight, bei bester Film nachher irgendwie ein Problem gibt, aber er merkte auch, wir haben noch ein bisschen Zeit über und schnappte sich sein Handy, meinte, er könnte mal eine Review verlesen, die jetzt über diesen Abend über ihn geschrieben wurde und er las vorher, wie schlecht Jimmy Kimmel sei, man könnte ihn ersetzen durch dieses und jenes und durch eine Person, die alle anderen viel größer und stärker und glänzender wirken lassen würde und irgendwo im Text kam dann auch America, Make America Great Again und er meinte, das sei von Donald Trump und fragte dann im O-Ton, isn't it past your jail time? Also im Grunde wie past your bedtime, musst du nicht ins Bett, musst du nicht ins Gefängnis? Das hat natürlich nochmal für viel Reaktion gesorgt an dieser Stelle, ehe wir dann wirklich zu bester Film gekommen sind. Präsentiert von Al Pacino zum 50-jährigen Jubiläum von der Pate 2? Wirklich von der Pate 1, ich bin nicht ganz sicher. Er wirkt ein bisschen verloren auf der Bühne, ehrlicherweise. Und ist Oppenheimer geworden. Von allen 10 nominierten Filmen hat er dann seinen 7. Preis abgeräumt an jenem Abend. Emma Thomas als Produzentin hat dann eher auch so eine standardisierte Rede gehalten. Charles Coven dann, Rowan dann auch nochmal hinten dran gelegt. Und Jimmy Kimmel machte den Sack zu.
Endbild des Abends, er machte noch Werbung für seine Late-Night-Show am nächsten Tag, und Endbild des Abends war dann, wie der Hund aus Anatomie eines Falls auf den Walk of Fame-Stern von Matt Damon pinkelte. Das ist ja so ein ewiger Spaß-Twist zwischen Jimmy Kimmel und Matt Damon. Auch im letzten Jahr ging es dann in diese Richtung, und damit sind wir durch. Durch den gesamten Ablauf, Oppenheimer 7 Preise, Poor Things, nimmt 4 Preise mit, bester Hauptdarstellerin, ansonsten dann kleinere Preise, Make-up, Styling, Szenenbild, Kostüm, Zone of Interest, bester Ton, hätte ich nicht gedacht, internationaler Film, voll zu Recht, guckt euch ihn an, der ist ja relativ frisch noch im Kino zu sehen. The Holdovers, beste Nebendarstellerin, freue ich mich wirklich für. Anatomie eines Falls, bestes Original-Drehbuch, Überraschung, aber cool. American Fiction, vor allem bestes adaptiertes Drehbuch. Barbie, bester Filmsong, ich bin bei Billie Eilish wirklich dabei. Godzilla Minus One, das habe ich auf keinen Fall kommen sehen. Der Junge und der Raya, ich wäre für Spider-Man Across the Spider-Verse gewesen. Ja, gut. Ich sag mal, in anderen Jahren war es irgendwie verteilter, und ich hatte das Gefühl, so dieser Oppenheimer-Durchmarsch bedingt berechtigt. Aber ich weiß, da draußen gibt es unglaublich viele Fans von Oppenheimer. Und ich bin mit dem Film ja nicht ganz so warm geworden und ärgere mich ja selbst, weil ich ein riesen Nolan-Fan bin. Aber damit sind wir erst einmal durch mit der Zusammenfassung der Oscars dieses Jahres, 2024er Verleihung, Gewinner und Zusammenfassung wie in jedem Jahr. Ich hoffe, ihr fandet es interessant, und ich wünsche euch einen richtig schönen Tag. Ich gehe jetzt ins Bett, und dann geht es bald wieder weiter hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen und im Kino und das zu genießen, wenn wir Geschichten auf der Leinwand gezeigt bekommen. Macht's gut!